Hallo zusammen. Diese Präsentation ist ein Update über die Arbeit, die wir im letzten halben Jahr, was Iridium angeht, geleistet haben. Und wie viele von euch wissen, wurden wir von einem anderen glänzenden neuen Spielzeug abgelenkt, was heißt, dass wir am Anfang des Jahres ein paar Monate hatten, um tatsächlich an Iridium weiterzuarbeiten und dann ein bisschen an was anderes arbeiten mussten. In dieser Präsentation versuchen wir also ein bisschen mehr darüber zu reden, was wir auf dem Kongress nicht geschafft haben, und wir haben ein paar neue Sachen, was Hardware und Software angeht. Ich werde ein paar Sachen schnell abhandeln. Dieser Vortrag ist über das Iridium Pager Netzwerk. Und auf dem Kongress war unser Hauptziel, ein paar Nachrichten davon zu entschlüsseln. Das hat ein bisschen funktioniert. Wir haben ein Pager auseinandergenommen, aber das waren einfach nur ein paar Chips, nichts Besonderes. Einer hat Calypso, auf einem stand Calypso, was man an einem GSM-Headset erwarten würde aus den 2000ern. Aber der Calypso-Chip da drin hatte anscheinend nicht viel mit dem GSM Calypso zu tun. Die ursprüngliche Idee des Iridium-Netzwerks, das ist ein Simplex-System und die Satelliten senden nur Daten zur Erde, nichts zurück. Es weiß also nicht wirklich, wo du bist. Es muss es nur so ein bisschen abschätzen, muss ihm eine grobe Schätzung geben. Was interessant ist, wenn du Nachrichten empfangen willst, aber nicht verfolgt werden können willst. Es sind 66 aktive Satelliten im Orbit, was sehr schön ist, wenn man empfangen will, weil sie recht nah zu uns sind. Mit relativ günstiger Ausrüstung kann man dann also Sachen empfangen. Die Frequenzen sind um ungefähr 1,6 Gigahertz, ein bisschen unter GSM. Beim Kongress haben wir euch erzählt, dieses RF-Zeug ist nicht so schwierig, es ist eher ein Mythos, dass es schwer sei. Und wir haben einfach angefangen, haben euch die Radios gegeben, damit ihr ein bisschen reinspringen könnt. Und ihr seid jetzt alle Satellitenhacker, ihr habt die Ausrüstung dazu. Geht und habt Spaß damit. Am Anfang, wir haben es mit einem USRP versucht, das hat ein bisschen besser versucht, aber wir haben es immer noch nicht mit der passenden Antenne geschafft. Wir haben wirklich teure Sachen gekauft, damit irgendwas läuft, und wir haben 200 bis 300 Euro ausgegeben und sind zum Dach gegangen und haben alle Signale ausgeschaltet, und da ist etwas zum Dekodieren. Wenn ihr auf das Waterfall-Diagramm schaut, grundsätzlich sucht ihr auch Signale in einem Waterfall-Diagramm. Jeder, der das mal gemacht hat, hat diese Signale durchscrollen sehen. Wir haben ein paar sehr starke Signale hier. Und selbst wenn man weit reinzoomt, habt ihr nur 8 Millisekunden lange Signale und ihr müsst die finden. Hier habt ihr ein Paket, da ist eine Präambel, ein Vorwort, nur ein reiner Ton im Signal. Das ist eigentlich ganz nett, weil man das leicht finden kann und weil ihr einfach die Leistung im Signal durchsuchen könnt. Und dann kommt ein einzigartiger Teil darin, und das triggern wir in unsere Toolchain, damit wir weiter zu dekodieren. Und hier seht ihr ein bisschen von der Modulation. Ihr habt BPSK und ihr seht, dass die blaue und die rote Linie aufeinander liegen. Und beim RF-Signal, das könnt ihr in zwei Komponenten dekodieren. Und natürlich können die unterschiedlich sein oder zusammenliegen. Wenn sie zusammenliegen, wie in diesem Fall,
Man könnte ja weniger Informationen übertragen, aber es ist leichter zu dekodieren. Das ist also das einzigartige Wort, unique word. Und später gehen sie in unterschiedliche Richtungen. Dann enthält es ein bisschen mehr Informationen. Da finden sich tatsächlich die Daten. Auf dem Kongress haben wir euch einen Aufbau gezeigt und wir haben einen ATLS, die ja genommen haben, eine Antenne daran geschlossen und einen Verstärker. Alles sehr, sehr einfach und das hat so ein bisschen funktioniert, aber ihr müsst diese Komponenten finden und ihr müsst sie zusammenlöten und das ist ein großes Zusammenbauen und wir haben das ein bisschen verbessert. Wenn ihr ein AKS DLA nehmt und es ein bisschen modifiziert und eine aktive GPS-Antenne dranhängt, das ist die günstigste Bauweise, die ihr haben könnt. Wir haben unseren Werkzeugkasten auch ein bisschen effizienter gemacht. Er ist effizienter als er in einem Raspberry Pi. Wenn ihr einen Raspberry Pi nehmt und ein Display und dieses Ding daran hängt, dann habt ihr ein mobiles Pager-System. In unserem Wiki. Das ist das Wiki des UCCC. Wir haben eine Vergleiche angestellt von Antennen, aktive und passive, kommerzielle Antennen oder wie ihr GPS-Antennen modifizieren könnt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst einfach nur einen Filter rausnehmen, schraubt es einfach auf und dann ist einfach ein großer Filter mittendrin. Und wenn ihr diesen Filter rausnehmt, dann wird die GPS-Antenne auf einmal eine aktive Iridium-Antenne. Und mit einem leichten Umbau auf RTL-SDR, was auch im Wiki dokumentiert ist, fügt einfach nur eine kleine Spule hinzu und einen SMA-Verbinder, könnt ihr Energie übertragen lassen und dann kriegt ihr ein sehr gutes Signal. Das könnt ihr mit einer kleinen Metallkiste bauen und einer Antenne dran. Das ist ein sehr kleiner Iridium-Receiver, könnt ihr einfach an euer Notebook anschließen und das wird euch ein relativ gutes Signal geben, mit dem ihr Iridium-Nachrichten empfangen könnt. Dieses System ist mobil. Und ihr braucht einfach nur eine Batterie, das reicht. Auf dem Camp, jetzt gerade vor einer Stunde, haben wir verschiedene Sachen als Receiver getestet. Wir hatten RTL-SDR mit der aktiven Antenne. Wir hatten ein Radio Badge mit einer passiven Iridium-Antenne. Nehmt einfach ein Radio Badge und ihr lötet einen SMA-Connector dran und dann habt ihr eine passive Antenne einfach aus dem Laden. Schraubt ihr einfach dran und dann kriegt ihr richtig guten Empfang. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Receiver. Und auch mit der eingebauten PCB-Antenne, die könnt ihr einfach benutzen und immer noch Iridium-Satelliten empfangen. Wir haben das getestet, wir haben das eine halbe Stunde laufen lassen. Und mit der PCB-Antenne kriegt ihr ungefähr 22% aller Pakete, die ihr empfangen könntet, mit einer richtigen Antenne. Und wenn ihr einfach nur mit dem Ring auf den Ring Alert Channel hört, dann kriegt ihr ungefähr 35% der Pakete, die dekodierbar sind. Aber ihr könnt auch einen relativ guten RTL-SDR nehmen oder eine Iridium-Patch-Antenne. Und weil der Pager-Message-Channel ein bisschen stärker ist, kriegt ihr da sogar 50% aller Nachrichten. Nur mit eurem Badge und der eingebauten Antenne. Und jetzt müsst ihr nur noch die Software drauf spielen und euer Radio-Badge anschließen und ihr könnt sofort anfangen, Nachrichten zu empfangen. Viel Spaß damit. Und mein Kollege wird euch zeigen, wie man diese Toolchain benutzt. Also ich gebe an Zack über und er dieses Bild
ist in einem Flugzeug. Ihr könnt mit dem mobilen Raspberry Pi auch im Flugzeug rumspielen. Also wir werden jetzt über die Software reden. Das ist auch eine Wiederholung von den Sachen vom Kongress. Wir haben versucht herauszufinden über das Iridium-System. Und wir finden das Ganze wirklich toll, weil das ist alles im Internet. Und es ist als vertraulich eingestuft. Und da sagen sie auch, der Receiver ist wahrscheinlich außer Reichweite von allen, außer den am meisten entschossenen Gegnern. Das hier ist die ersten Pakete, die wir empfangen haben, wo man sehen kann, wie die Sequenz sich verschiftet, wie der Satellit über den eigenen Kopf rotiert. Und hier sehen wir, wie die Frequenz sich ändert, je nachdem, wie nah oder wie weit er sich entfernt von der Messstelle. Und als Iridium vor 20 Jahren gemacht wurde, war es schwierig, solche Sachen zu messen. Und jetzt haben wir Software-Defined Radio und wir können jetzt diese Sachen empfangen und nachher postprozessieren, um das Iridium-Signal herauszufiltern. Und es kann auch sein, dass das Signal nicht direkt über einen hinübergeht, sondern auch schräg. Weiß es nicht mehr. Das hier ist, als wir die Sachen dekodiert haben, wir haben die DPSK oder QPSK Modulierung gemacht und man schaut sich das Ganze an, startet es an und man sieht einige Orte, wo einige Sachen vordergründig 1 oder vordergründig 0 sind und wir wollten versuchen herauszufinden, wie die Informationen kodiert sind und das hat uns letztes Jahr 3 Monate gekostet. Die meiste Information, die wir auf dem Internet gefunden haben, hat über K gleich 7, Rate ist 3/4 conventional und sie haben auch über handgesendete Nachrichten geschrieben. Und wir haben dann herausgefunden, das Ganze ist ein Descrambling, wenn man die Bits in eine verschiedene Reihenfolge bringt und dann haben wir angefangen zu sehen, und in diesem Fall haben wir eine Nachricht, die aus Ps besteht und man kann sie halt sehen hier unten in grün. Da sind einige Sachen dazwischen, die wahrscheinlich Prüfsummen sind. Unsere erste Prüfsumme, die gepasst hat, war eine BCH-Prüfsumme, welche ein Generator-Polynom braucht. In diesem Fall eine 12-Digit-binäre Zahl. Und hier kann man jetzt die ganze Mathematik überspringen. Und ja, es ist tatsächlich eine BCH-Prüfsumme. Und wenn ihr wisst, wo es... Und wir haben ein Dokument im Internet gefunden, das über diese BCH-Checksummen gesprochen hat. Und alle 32 Bits sind in Payload und Checksum aufgeteilt. Auf dem Kongress haben wir gezeigt, die Bits, also und das letzte Tool in unserer Toolchain versucht, diese Nachrichten zu dekodieren. Das sind die Pager Channel Messages. Entschlüsselt. Die erste Zeile ist Statistiken, wann es empfangen wurde, welche Vertraulichkeitsstufe es hat. Und als nächstes sieht man, die LOK bedeutet die also, dass man das Paket korrekt empfangen hat. Ein weiterer Fixer String ist, sagt einem, das ist die Nachricht auf dem Paging Channel. Es gibt hier nicht viel Informationen.
die Zelle und der Signalstrahl der Zelle, die das Ganze sendet. Und dann ist da eine steigende Nummer, die damit zu tun hat, was die den Breitengrad oder ja, des Satelliten hat. Wir haben nicht versucht, die Zahl zurückzuverfolgen. Die Zahl, die Sachen, die wir herausgefunden haben seit dem Kongress, wir haben diesen Ring-A-Lot-Channel dekodiert, welcher gewissermaßen ähnlich zu GSM ist. Die Leute von Osmocon haben uns hier sehr viel geholfen und es enthält die normalen Informationen, welcher Satellit es ist, welche Zelle es ist, die Position des Satelliten, wo er gerade ist, die Länge und Breitengrad und die Höhe. Aber ich weiß nicht, welche Einheit das ist. Der Satellit überträgt auch die Position, wo der Sendestrahl vermutlich auf die Erde trifft. Und damit kann man dann auf der Erde nachvollziehen, wo man wahrscheinlich ist. Und dann gibt es hier noch die Paging Message, die von dem Iridium-Telefon. Das Telefon sagt, ich habe eine Nachricht für dich. Und das eine Telefon telefoniert zum Satelliten und hin und her. Und dann der Satellit sagt, Satellit sendet sehr gezielt die Nachricht direkt zum Telefon. Man sieht daher sehr viele Paging-Nachrichten, aber auch Nachrichten für ein bestimmtes Telefon. Und hier ist ein weiteres Paketformat, das wir nicht völlig dekodieren konnten. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es hier einen Link-Control-Weg gibt. Und wir können entschlüsseln und die Prüfsumme überprüfen, dass sie korrekt ist. Aber den Rest haben wir noch nicht entschlüsselt. Wir haben es noch nicht geschafft, das zu dekodieren, als wir mit dem Radio Project abgelenkt waren. Ich überspringe das und ihr wollt das natürlich alle selber machen mit eurer Radio Badge. Und hier ist eine generelle Übersicht, wie wir die Software halt gebaut haben. Wir haben das Signal aufgenommen. Man überprüft, wo das Signal ist. Man schneidet es aus. Man mixt es runter auf das Baseband und macht ein QPKSK-Demodulation und kriegt einen Bitstream. Und dann benötigt man einen Parser, um das Ganze um Sinn aus diesen ganzen Bits zu machen. Aufnehmen hängt vom SDR ab, das man verwendet. Jedes SDR hat verschiedene Kommandozeilen, Optionen, um Streams aufzunehmen. Für das Radio verwendet ihr das Hacker-Transfer-Tool, für RTL für SDR und das letzte ist für USSPs. In diesem Fall senden wir alles nach Standard-Out und später zeigen wir euch, wie man das Tool Später zeigen wir euch ein Tool, das das Ganze in temporäre Dateien schreibt. Die einzige interessante Sache hier ist das USP-Command, welches ein Problem hat, weil USP hat das Problem, dass es einige Sachen rausschreibt und wir müssen deswegen halt Dateidescriptor Magie verwenden, um das Ganze zu kompensieren. Der Detektor, also man versucht einfach den Stream vom SDR und berechnet eine raue Fast-Fourier-Transformation und hier ist das Signal, dass die Fast-Fourier-Transformation ist higher, und dann nimmt es sich den Bereich vom Signal und gibt ihn weiter an das nächste Tool. Und es ist auch dazu fähig, dass mehr als ein Peak zurzeit zu erkennen und den Bereich mehrmals zu nehmen. Wenn man also verschiedene Rhythmen hat im gleichen Bereich, kann er die halt auch dekodieren.
Hier ist ein Beispielbild. Im oberen Beispiel haben wir den Waterfall mit mehreren Signalen im gleichen Zeitpunkt. Das ist wahrscheinlich, weil man verschiedene Satellite zur gleichen Zeit sehen kann. Und bei dem anderen sieht man halt benachbarte Satelliten. Achso, beim zweiten Utility übernimmt es die Daten und moduliert das Ganze dann auf Spaceband, so dass Signal klar in der Mitte ist und alle anderen Signale sind auf einer niedrigeren Ebene, auf einem niedrigeren Level. Das ist das zweite Tool und das benutzt die anderen Tools mögen es, wenn da kein Rauschen drin ist. Und es tut etwas, es rotiert auch die Phase des Signals, was streng genommen nicht notwendig ist. Und wenn man richtigen Code benötigt für die Demodulation, dann würde es eigentlich keine Rolle spielen, aber weil ich es schnell runtergehackt habe, könnte das notwendig sein. Und der Demodulator ist ein selbstgeschriebener QPSC-Entschlüsseler. Und er versucht, er gibt Vertrauenswertungen für jedes Signal raus. Und am Ende kann man dann sagen, mit 99%, also ich kann 99% der Signale finden, die korrekt sind. Und wenn das Ganze unter 80% fällt, dann kann man es wahrscheinlich wegschmeißen. Also all diese Werkzeuge zusammen muss man nicht manuell aufrufen, sondern man kann einfach Multiprocessing stack.py aufrufen und dann muss man die zentrale Frequenz angeben, mit der man das Ganze aufgenommen hat und das HackerF und das, weil die also die internen Tools verwenden andere, verschiedene Datentypen, um die Sample zu repräsentieren. Und das ist jetzt nicht so furchtbar wichtig, aber man muss es halt übergeben. Und man kann es dann einfach zum nächsten Werkzeug, zur nächsten Software weiterpipen. Aber in der Praxis schreibt man es wahrscheinlich einfach in eine Datei, schaut es sich mehrmals an. Wenn man das jetzt weiterverarbeiten will, wenn da jetzt irgendwie eine interessante Nachricht zu erkennen ist. Und das ist der Parser. Der alles dekodiert, was wir bereits über das Protokoll wissen. Wenn ihr etwas hinzufügen wollt, dann es gibt noch ein paar weitere Spezialmodi. Er versucht auch einige Pager-Messages beispielsweise neu zusammenzusetzen und es kann auch Sachen rausfiltern. Und es gibt noch Statistiken zu den Paketen, die empfangen werden. Das sind alle Werkzeuge, alle Programme. Die sind alle in unserem GitHub-Repository. Ihr könnt sie aufrufen. Es gibt zwei Kommandozeilenbefehle fürs Aufnehmen und für das Preprocessing. Und es wird eine README-Datei kurz nach dem Talk geben, weil ich noch etwas ändern muss. Und dann könnt ihr einfach euer Radio benutzen, es anstecken und das Ganze starten. Die Zeitlinie unseres Projektes ist, dass wir vor ungefähr einem Jahr gestartet haben. Es hat uns mindestens einen Monat gekostet, um das Signal zu finden im FFT. Also wenn ihr etwas anschaut, dann gebt nicht so schnell auf. Wir wussten seinerzeit, es muss da sein und wir haben deswegen weitergeschaut. Unser Hauptproblem war, dass es so kurz war und die FFT war zu langsam, um es aufzunehmen. Dann haben wir einige Zeit damit verbraucht, das Encoding herauszufinden. Da war ein OsmoCon-Meetup Ende März, wo wir einige
wirklich nette Leute von Osmocon getroffen haben und einige davon haben uns geholfen. Wir haben einige Zeit damit verbracht, herauszufinden und zu disassemblieren den P-Chip. Ich kann euch erzählen, sich diese P-Disassemblierung anzuschauen, ist echt kein Spaß, weil Out-of-Order-Execution kann einen echt wahnsinnig machen. Und am 1. Mai hat jemand, was war sein Name? Peter, hat ein Rakalt-Testset gekauft, irgendwo, was benutzt wird, um Iridium-Testsets zu testen. Wir hatten einen netten Abend und einen netten Tag mit verschiedenen Signalen zu spielen und dem Testset und dem Heads und so, dass wir halt dann klare Signale hatten für unsere Software. Und dann haben wir das Testset angeschaut, um zu überprüfen, ob das alles passt, und wir konnten das Protokoll aufnehmen. Wir haben auch, er hat auch die Firmware-Image angeschaut und er hat sich auch um die Checksummen gekümmert. Das hat wirklich sehr viel geholfen. Aber ich muss zugeben, dass wir ein bisschen abgehangen haben, weil wir mit anderen Sachen beschäftigt waren. Und es war ja eigentlich auch ein total geheimes Projekt. Wir wollten ja 4500 Iridium-Empfänger in die Welt kriegen. Applaus! Wir haben einige Statistiken über Pager-Nachrichten, gleich wie beim Kongress. Die einzigen Veränderungen, es gab einen Typen in Deutschland, der ungefähr 16% aller Pager-Nachrichten rausgeschickt hat, der hat aufgehört. Wenn ihr jetzt zuhört, dann müsst ihr ein bisschen länger warten, weil die Anzahl der Nachricht um seinen Anteil abgenommen hat. Es gibt noch viele andere spannende Dinge zu tun, wenn ihr Lust habt, damit zu spielen. Es gibt immer noch mehr Protokolle, MMLs Protokolls zu verstehen. Es gibt mehr Dienste in dem Iridium Framework, wie zum Beispiel Shortburst Data und einige Flugzeugmitteilungen, die wir noch nicht mal angefasst haben. Wenn jemand mitmachen will, dann sind wir sehr dankbar dafür. Es gibt noch viel zu tun. Ich habe die Folie geändert. Die ist noch vom Kongress. Das tut mir leid. Der SDR-Workshop, wir planen sowas vielleicht später heute, aber schaut ins Wiki dafür. Wir haben Ausrüstung, wenn ihr damit spielen wollt. Zum Beispiel ein Network Analyzer. Der Code ist auf GitHub. Schaut in den Link. Es gibt noch ein Dokument namens Iridium Systemspezifikation, das viele unserer Fragen beantworten würde, aber es ist nicht zugänglich und wir konnten es nicht finden. Falls jemandem dieses Dokument über den Weg laufen sollte, dann wollen wir es haben und wir stellen keine Fragen. Wir haben unsere PGP-Keys da unten, wenn ihr es uns senden wollt. Und damit ist mein Teil zu Ende, aber wir haben eine Live-Demo. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie einfach das ist, es ist was zu empfangen. Und dafür habe ich mein eigenes Badge mit dieser Iridium-Antenne, die Schneider gekauft hat. Wann? Und ein netter Mensch hat einen SDR-Connector daran gelötet, weil ich dafür keine Zeit hatte. Einen Moment. Wo ist es? Wahrscheinlich brauche ich eine größere Schrift.
Ich benutze einfach die Kommandozeilenbefehle, die ich euch gezeigt habe. Ich nehme HackRF, muss es aber erst anschalten, um die Beispiele zu, um es zu finden. Hoffentlich ist das selten nicht zu dicht. Und dann bekommt ihr eure eigenen Signale. Das sind die ersten Nachrichten. Die sind nicht dekodiert. Das sind einfach die, die Rohsignale und ich schreibe die einfach in eine Datei. Wir können ein zweites Terminalfenster benutzen. Warum kann ich es nicht vergrößern auf diesem Laptop? Und wir können daraus alle Fehlernachrichten rausfinden. Und das ist alles, was wir gerade empfangen haben aus Pager-Nachrichtenkanälen, die den Pagern sagen, dass alles in Ordnung ist und dass wahrscheinlich keine Nachrichten da sind, weil dafür stehen die Nullen. Hatte ich noch was? Damit ist unser Vortrag zu Ende. Vielen Dank. Wir haben Zeit für Fragen. Wenn ihr welche habt, dann wäre jetzt die Zeit dafür. Falls ihr Fragen habt, dann bewegt euch zu den Mikrofonen und stellt eure Fragen. Hallo? Was sehr kurze Signalbursts angeht, habt ihr Geophosphor probiert? Ich habe gehört, dass ich es ausprobieren sollte, aber ich wusste damals noch nichts, als wir damit angefangen haben, darüber. Und jetzt hat sie noch nicht Zeit dafür. Aber man hat mir gesagt, dass es dafür sehr gut ist. Ja, du solltest es ausprobieren. Ihr könnt LTE-Signale und so weiter. TNT hat mit Geophosphor richtig gute Arbeit geleistet. Ja, wir müssen den Osmocom-Leuten, haben ihnen viel zu viel verdanken. Sie sind sehr hilfreich und ein nettes Team. Wirklich nette Leute, muss ich sagen. Ich muss euch diese tolle Antenne zeigen, die Horizon gebaut hat, weil Iridium auch ein zirkular polarisiertes Signal ist. Ist das für Iridium speziell gebaut? Ich finde, es sieht wirklich toll aus. Und wer von euch bei der Einführungsveranstaltung war, kann sich wahrscheinlich noch einen zweiten Nutzen dafür vorstellen. Noch mehr Fragen? Das ist eure letzte Chance, um uns etwas zu fragen. Seid mutig, kommt zu den Mikrofonen. Stellt ihr eure Fragen über Iridium. Dann hoffe ich, dass ihr alle Spaß damit habt. Ah, da ist jemand. Eine sehr naive und triviale Frage, weil ich nicht darüber weiß. Ihr habt uns gesagt, dass es 66 Satelliten gibt da oben. Wie ist ihr Status? Wie alt sollen sie werden? Was ist ihre erwartete Lebenszeit? Was glaubt ihr, können Leute das in 10 oder 20 Jahren noch verwenden? Das, was ihr hier präsentiert habt. So wie es gerade aussieht, sind die meisten der Satelliten nach ihrem Datum, aber ihr wisst vielleicht, dass Iridium irgendwann bankrott gegangen wurde und von einer anderen Firma gekauft wurde, die, soweit ich weiß, das amerikanische Verteidigungsministerium ist. Und sie haben über Iridium Next relativ viel geredet, was
neue Satelliten hochschicken sollte, um die ausgefallenen zu ersetzen. Aber soweit ich weiß, haben sie das bisher noch überhaupt nicht getan. Aber sie haben vor, sie zu ersetzen, sobald sie ausfallen. Wenn ihr euch ein Rendering der Satelliten anschaut, dann seht ihr, dass an einer Stelle zwei Satelliten ganz nah beieinander sind. Soweit wir wissen, haben beide davon einen kleinen Defekt und sie versuchen, den Service aufrechtzuerhalten, indem sie zwei halbwegs funktionierende Satelliten nebeneinander haben. Das heißt, ihnen gehen die Satelliten aus und müssen sie ersetzen. Hat das deine Frage beantwortet? Im Grunde ja. Und ist es legal, das zu benutzen? Ich meine, und ihr habt gesagt, es ist das Verteidigungsministerium von Amerika. Wir benutzen es nicht. Wir hören nur zu. Ihr könnt einfach Geld zahlen und ein Iridium-Telefon wie ein normales Satellitentelefon kaufen. Das ist natürlich legal. Ich weiß nicht, ob das deine Frage war. Macht ihr auf dem Kongress eine neue Präsentation mit interessanteren Sachen? Ja, wir haben einige Sachen übersprungen, weil wir schon dachten, dass ihr vieles haben wisst. Zeigt ihr auf dem nächsten Kongress noch mehr Sachen? Wir planen das, wir haben das vor. Sobald wir das Camp verlassen, wollen wir uns mehr davon, von diesen Iridium-Sachen anschauen. Aber wenn ihr spannende Sachen findet, dann werden wir das präsentieren, definitiv. Bei Iridium Next haben sie lange geredet und denken immer noch drüber nach und wir warten immer noch, damit sie mit irgendwas anfangen. Es sieht so aus, als würden sie Marketing, PR betreiben und einfach nur wollten, dass die Leute daran glauben, dass es nächstes Jahr oder nächstes Jahr oder nächstes Jahr kommt. Was die Internetnutzung angeht, ihr solltet wahrscheinlich nicht zu viel Zeit damit verschwenden, weil es sehr langsam ist und es eigentlich niemand benutzt. Es ist zu langsam, um nützlich zu sein. Ihr kriegt vielleicht ein paar Kilobit pro Sekunde. Es ist einfach nicht benutzbar für irgendwas heutzutage. Das hängt vom Anwendungsfall ab. Wenn ihr etwas wollt, das keine Richtantenne braucht, das nicht an einen speziellen Punkt im Himmel funken muss, das überall funktioniert, dann ist Iridium vielleicht das Werkzeug deiner Wahl. Es hängt aber auch davon ab, es gibt Bundling-Dienste, wo sie verschiedene Kanäle zusammenbündeln, damit sie eine große Bandbreite bekommen und das hängt wahrscheinlich eher vom Geschäftsmodell ab, an diesem Punkt. Ja, ihr könnt vielleicht nicht so viele Pakete sehen und senden. Es könnte aber trotzdem noch interessant sein. Es gibt Pläne. Und jetzt von der anderen Seite eine Frage. Hallo, vielen Dank für den tollen Talk. Das ist vielleicht eine naive Frage. Ist es möglich, mit eurer Toolchain die Iridium-Nachrichten im Cleartext zu lesen? Und ja, das ist möglich. Diese Beispiele, die ihr geschaut habt, das sind einfach nur normale Nachrichten. Also das sind eigentlich nur Maintenance-Nachrichten. Wir haben keine Pager-Nachrichten während dieses Vortrags gezeigt. Also muss ich einfach noch ein bisschen warten, bis eine richtige Nachricht kommt, dann könnt ihr es entschlüsseln. Und ja, das ist richtig. Nächste Frage. Nachdem ihr viele tausend Iridium-Empfänger verteilt habt, mit welchen Mechanismen setzen wir diese jetzt auf in unseren Hackerspaces? Weil das ist eigentlich die Idee dahinter. Ihr braucht dafür eine Antenne und ein Radio mit einem SMA-Connector und einen Computer, um das Ganze zum Laufen zu bringen, also zum Beispiel ein Raspberry Pi. Also Raspberry Pi ist gerade noch gut genug dafür.
Und werdet ihr irgendwas benutzen, um all diese Nachrichten, die überall empfangen werden, zu sammeln? Und ich habe meine E-Mail-Adresse hinterlegt, also kontaktiert mich, dann kann ich das alles koordinieren. Aber wir sind noch nicht haben noch keinen konkreten Plan für eine zentrale Sammlung, weil das Radio immer noch relativ neu ist. Mit so vielen Empfängern kann man natürlich eine ganze Menge empfangen, verteilt über den Planeten. Wenn man jetzt plant, einen Empfänger auf dem Hackerspace hinzusetzen, dann sendet mir auf jeden Fall eine E-Mail, dann können wir das alles koordinieren und die Welt verändern. Vielen Dank. Nächste Frage. Jetzt, wo wir alle diese Radios haben, habt ihr darüber nachgedacht, euren Code zu integrieren? Ich habe es nicht wirklich verstanden. Also momentan könnt ihr daran dadurch beschränkt sein, dass das Radio halt keine so starke Rechenleistung hat. Und das Ganze zu berechnen kann halt sehr rechenintensiv sein. Und vielleicht sollte man eher schauen, wo gibt es Aktivitäten, und dann macht man halt nur den Teil oder den Teil oder den Teil und nicht alles. Und die Pager wissen halt auch genau, wann man für diese Sachen horchen und empfangen muss. Und es wäre natürlich cool, wenn die Patch irgendwann stark genug ist, um für sich selbst alles zu dekodieren. Nächste Frage. Es ist relativ klar, dass als das Iridium-System aufgesetzt wurde, dass die einfach dachten, das wird nie gecrackt. Und das Iridium-Pager-System ist irgendwie nicht mehr weiterentwickelt. Es ist schwierig, jetzt einen neuen Vertrag für einen neuen Pager zu kriegen. Und das Ganze läuft aus. Und das ist alles viel komplexer. Ich glaube, er redet über das Next. Bei neueren Pagern sind die ganze viel mehr Standalone und die verwenden Shortburst-Data für alles. Also sie migrieren halt weg von dieser Technologie. Aber es sind immer noch eine ganze Menge Pager da draußen. Und ich erwarte immer noch, dass alle Daten von Iranium sind nicht verschlüsselt, es sei denn, es geht um irgendwelche speziellen Einsatzzwecke. Nächste Frage. Also wenn ihr mit euren Radios spielen wollt, dann könnt ihr, also wir machen gerade einen Wettbewerb und schaut einfach mal ins Wiki, dann könnt ihr da mitmachen. Vielleicht, wenn die Sonne runtergeht. Schaut einfach mal an, es macht echt Spaß. Hoffe ich. Nächste Frage. Vielleicht kann ich ein paar Informationen bereitstellen, also zu den Satelliten. Das Problem ist, man kann die ganzen Satelliten nicht einzeln ersetzen, sondern man muss eigentlich immer alle zusammen, weil die zusammenhängen. Und es ist auch von der Finanzierung nicht klar, wie das alles läuft. Und dann ging es noch um die Frage, in welcher Höhe das Ganze läuft. Das sollte in okay, sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich weiß auch nicht. Übernimm du mal. Die Zahlen haben größere Schwankungen, hatten größere Schwankungen, als ich dachte. Die können natürlich höher und oder tiefer sein, aber das letzte war Daten. Einer der früheren Typen hier hat korrekt behauptet, dass kaum jemand den normalen Datenservice benutzt, weil es einfach nur 2,1 Kilobit pro Sekunde sind. Ich könnte einfach hinzufügen, dass es nur zwei Datenservices gibt, die sich noch lohnen. Das ist entweder die maritime Version, wo sie die Kanalbündelung benutzen,
um zumindest eine halbwegs akzeptable Datenrate zu bekommen, wenn ihr einen kontinuierlichen Datenstream habt. Und das andere ist ansonsten natürlich SPD, Shortburst Data, und das ist nur, das ist für viele Sachen benutzt, zum Beispiel Flotten-Tracking. Das wäre, glaube ich, ganz interessant, sich das mal später noch anzuschauen. Und über den Aircraft, Flugzeugzeug müssen wir noch reden. Natürlich, aber ihr müsst irgendwo anfangen und irgendwie eine Idee zu bekommen, wie das funktioniert. Wir haben mit Pager-Nachrichten angefangen. Das ist wirklich so das Einfachste, was man sich anschauen kann. Sie sind recht stark. Sobald man sich so ein System anschaut, dann lernt ihr seine Details näher kennen und ihr versteht mehr über Sachen, die ihr vorher nicht verstanden habt. Wir müssen einfach immer nach und nach, Schritt für Schritt weitergehen und ein bisschen rumstochern und schauen, was wir finden. Und natürlich, das Interesse steckt in SPD, das ist ganz klar. Wir müssen schauen, wo uns das hinführt. Deine Frage ist offenbar beantwortet. Wenn es keine Fragen mehr gibt oder keine Kommentare, dann würde ich gerne, ich möchte mich bei euch bedanken für diesen hervorragenden Vortrag.